So bei dem Tempel zum Beispiel wusste ich gar nicht, wo man auf, wie man da hochkommt und sowas. Oder dass da diese Löcher in den Dächern sind, wo man dann von oben runterschießt. So sowas halt. Hey, who knows? Findest du, Andy? Ich finde, die Map sieht eigentlich ganz cool aus. Ich mache noch einmal so einen Early Fight, aber dann mache ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr so. Vielleicht gehen ja jetzt gar nicht so viele zum Tempel, dann kann ich mir den mal angucken. Den Minecraft-Tempel. Auf der Map muss man nicht fahren, Xypho, deswegen. Also ich habe bisher noch nicht einmal gedacht, oh shit, ich brauche ein Auto. Man schafft das eigentlich immer in den Kreis, weil die Map klein ist. Und wenn du einfach auch immer dich rechtzeitig auf den Weg machst, das ist alles gar kein Problem. Hey Kai. Moin, Matt Squirrel. Living in the girl next door. Die Wüste war schon edel? Nee, Alter, Miramar? Miramar ist doch... Boah. Dann sind wir mit unseren Geschmäckern aber wirklich weit auseinander, so. Wie, jetzt bin ich da nicht drauf gekommen? So, ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn ich hier hochgucke, nicht. Ne, ist da. Da ist jetzt zum Beispiel eine Tür. Ich weiß aber nicht, ob hier hinten eine Tür ist und da auch noch einer durchgehen kann. So, sowas halt. Hier diese Löcher. Und manchmal hörst du Steps und dann sind die ober, über oder unter dir. Und ich finde, das ist manchmal richtig schwer so. Zu Orten. Aber das kommt mit der Zeit. Das gehört halt so zu diesen Sachen, an die man sich gewöhnen muss. Oh, Visier. Schön. Schön toll. Ja, der ist jetzt über mir. Ich muss da mal irgendwie hin. Oder ist der unten? Okay, der war doch unten. Das ist, was ich meine. Das hört man so schlecht, ne? Hey, ein neuer Eumel. Vielleicht finde ich ja eine gute Snipe auch noch. Also AR sind hier ultra viele. Ob ich noch eine Snipe finde. Idefix, vielen, vielen Dank für deinen Sub, mein Freund. Willkommen bei den Eumeln. Merci. Merci, Idefix, merci. Aber Idefix, Idefix dachte ich auch, du wärst schon mal Sub, oder vertue ich mich? Ich habe im Moment bei einigen neuen Subs so das Gefühl... Die waren schon mal Sub. Der ist ganz unten. Was? Increased Loot Spawn is 100% intentional? Ja, okay. One place to spread out. Blah, blah, blah. Okay. Okay. Aber da steht nicht, wie viel direkt die erhöht haben, ne? Loots habe ich ausgemacht, ja. Ich habe ja gesagt, bei 1200 festen Subs mache ich Loots aus. Wir haben mittlerweile 1400. Oh, hier.
Oh. Boah, Linkspeak ist immer richtig eklig in diesem Game. Okay. Ich geh mal in die Zone. Ich bin nicht drin. Idefix. Ja, danke, Mann. Ich meine das, wenn ich das so sage, auch nicht böse, ne? So um Gottes Willen, ey. Ich will euch nur zeigen, dass ich mich an meine Eumel erinnern kann. Also bei manchen Namen... Ich meine, kann auch sein, dass ich die einfach nur voll auf dem Chat gelesen habe. Aber bei manchen Namen, so auch in den letzten Monaten, meine ich so, die wären auch schon mal Sub gewesen. Ja, was soll Dick? Ich sage ja, das ging schnell. Der Sprung von 1,3 auf 1,4 ging jetzt richtig schnell für meine Verhältnisse. Also so 1,2 war richtig schwierig für mich. 1200 Subs war richtig schwer. Ich bin immer vor, zurück. Hab das nie geschafft, 1200 richtig zu halten. Und dann von 1200 auf 1300 und dann wusch auf 400. Das ist schon ziemlich krass. Ich war auch schon mal so. Ja, bei manchen weiß ich das zum Beispiel noch. So, der Exo war auch schon mal Sub, zum Beispiel. Aber wo ist der? Das ist so ein bisschen neblig jetzt, ne? Das war vorher nicht so neblig. Ich habe das nicht gemerkt, weil ich die ganze Zeit im Tempel war. Guck mal, hier ist so ein bisschen Nebel. Oh, ich hab den nicht gesehen. Oh. Fuck. Okay, hier ist kein Fenster. Warte, hä? Habt ihr das gesehen? Da hing so eine Waffe in der Luft, als wäre der gestorben. Ich glaube, das war nur ein Holzsplitter oder sowas, ey. Von der Nate. Ich wollte gerade sagen, der muss mich doch gesehen haben. How could I forget? Ich lebe von Twitch, ja. Twitch ist immer. Ich mache jetzt Twitch Fulltime seit einer kleinen Weile. Und mein Studium ist halt im Moment pausiert. Schafft. Meine M4 ist voll gemoddet. Ja, die Map ist noch nicht fertig, aber glaub mir, das wird auf jeden Fall die beste Map bisher. Also finde ich so vom... Zumindest wenn man so ein bisschen auch Fights mag. Keine Ahnung. Also Abwechslung ist immer gut. Also am Ende werde ich mich natürlich auch immer freuen, wenn mal Erange kommt und von mir aus ab und zu auf Miramar. Aber die Map ist bisher so... Die hat ein geiles Feeling, finde ich. Sogar dynamisches Wetter. Ich habe Bio und Chemie studiert. Oh. Das hatte ich jetzt selbst gehört, Mann.
Ich hoffe, die fixen das, dass manchmal der Boden Holzsound macht. Weil das verrät einen schon hart. Boah, was geht denn da ab, Alter? Alter, was war das denn für eine Bombenzone? Da kam ja jetzt gefühlt 10... Alter, was ist denn da los? Traum eines jeden Gamers. Ja, aber... Wenn du Twitch beruflich machst, ist das nicht einfach nur mehr zocken, was du machst eigentlich. Das ist schon ein Unterschied zu Casual in seiner Freizeit zocken. Oh oh. Jetzt ist die Redzone direkt bei mir. Fuck. Bin ich im Wasser safe? Ich weiß, dass auf Erangel und so ist ja nie im Wasser was gelandet. Hey, Sashi. Oh, ich habe gar keine Bandagen. So ein paar Bandagen wären eigentlich ganz gut gewesen, wenn mir so ein bisschen Leben fehlen. 4x4? Ja, die ist schon ein bisschen größer jetzt, ne? Ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, ist eigentlich jetzt mehr eine 6x6-Map. Okay, warte mal. Ich hoffe, ich bin hier safe. Die Bombenzonen haben eigentlich gar keinen besonderen Sinn. Die sind auch so von Arma 3 Battle Royale drin irgendwie. Achso, du glaubst, das ist nicht ein Kilometer pro Kasten. Ja, müssen wir mal testen, ne? Wäre aber irgendwie weird, wenn die das so anders machen. Aber ja, warte mal. Wie schnell läuft man diese Kästchen? Warte mal. 21, 22, 23, 24, 25... Okay, ja, da sind auf jeden Fall nicht mehr 100 Meter. Man ist die länger gelaufen, ne? Sieht so aus, als wär das helle auf dem Minimap 100 Meter. Obwohl, das waren jetzt 9 Sekunden. Dann kann das sein, dass das echt nicht 100 Meter sind. Ja, Mann, ich glaube, das sind sogar wirklich jetzt nur 50 Meter oder so. Ja. Okay. Ja, dann ist es ja doch 4x4. Okay, dann ist es doch 4x4, ja. Dann ist ungefähr nur die Hälfte der Zeit gelaufen, also... Dann sind es echt nur 50 Meter. Ja, das ist Gold. Ja, man ist immer so... So 16, 17 hatte ich im Kopf. Also dann passt ungefähr 9 als die Hälfte. Hey, Charius. Hau rein, Cyborg. Ciao, ciao. Beim zweiten Stream. Ja, den zweiten Stream mache ich ja jetzt auch nicht. Nee, man ist schon so 16 Sekunden und mehr gelaufen für 100 Meter. 10 in 100 Meter, das war nicht gelaufen. Ich glaube, 10 Sekunden bist du nicht mal gelaufen, wenn du voll geboostet warst und ohne Waffe. Also so mit Waffe ist man immer so... Oh, ich kann hier nicht so weit zurück, ne? Mal gucken, wann ich den sehe. Vielleicht habe ich Glück und das Glas vertuscht mich, verdeckt mich so ein bisschen. Reddit-Post? Ja, kannst du gerne suchen. Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht 10 Sekunden waren, sondern deutlich mehr. Das waren eher so 16 oder so. Hau rein, Kerolot. Ich weiß, wie ist der Typ, der vorhin da den anderen gekillt hat? Das war der, glaube ich, nicht mal, oder? Guck mal, hier kann man ja voll gut durchschießen. Hm. Ich hätte hier so was an sollen, aber ich hätte nicht so gut gesehen.
Hey, Heck auf Kleber, moin, moin. Du musst halt überlegen, dass das so Usain Bolt-Niveau ist, ne? Und du bist halt ein Typ mit Gier. Also wäre das... Ist das, denke ich mal, nicht so wirklich. So. Sobald die Zone angekommen ist, versuche ich den mal zu looten. Obwohl, warte mal, es sind ja nur noch 9 Leute. Okay, das wäre jetzt aber umso ärgerlicher, wenn der eine davon direkt jetzt hier vor mir ist. Ich nehme mal 5 Bandagen mit. Ich hatte nur eine M4. Okay. Ach ehrlich, schon wieder Red Zone? Fuck my life. Jetzt kommt die Zone. Wenn die Zone jetzt voll schnell kommt, muss ich durch die Red Zone laufen. Eine Minute, ja gut, das geht, dann kann ich noch abwarten. Oh! Ich kann gerade eh nicht laufen, ich booste mich später, das macht jetzt noch gar nicht so viel Sinn. Ich will nicht durch die Red Zone laufen, dann sterbe ich wahrscheinlich. Die Red Zone, das ist halt, was ich meine, ne? Die Red Zone bringt mir jetzt so einen Nachteil. So laufe ich durch die Red Zone und sterbe halt höchstwahrscheinlich, wenn ich Pech habe. Oder, ne, ich muss halt jetzt, ich kriege halt jetzt Zonenschaden dadurch. Und ich kann nicht mehr taktisch reinmoven, weil ich so einen Zeitdruck habe. Ne, und Kali. Ja, Loot Increase macht das Game direkt viel besser, ne? Okay, ich probiere es mal einfach ab jetzt. Ja, die Zone move nicht schnell. Das ist alles gut. Das ist auch eigentlich die viel, viel geilere Einstellung so. Ne? Weniger Zeit zwischen den Zonen, aber dafür bewegt die sich ein bisschen langsamer. Das ist eigentlich genau das Perfekte. Genau wie wir immer Community Games machen. Stein ist ganz nice. Aber nach hinten nicht. Hey Hose, moin moin. Wie einfach nur noch 5 Leute leben und der Kreis dafür noch voll groß ist, Mann. Es würde mich wundern, wenn hier keiner im Kreis ist. Also ich glaube nicht, dass einer von außen kommt. Eher so mit der Zone, aber nicht außen. Das wäre jetzt... Man kann eigentlich bei der Map fast gar nicht außerhalb sein, wenn man jetzt nicht gerade 3 Zonen zu spät losläuft. Dann geht das eigentlich gar nicht. Okay, jetzt haben wir es ein bisschen weit, aber das geht schon... Noch mehr Chicken den am Tag. Ja, man muss erstmal auch mit der Map warm werden. Aber es war schon. Wir hatten schon mal ein paar ganz, ganz gute Runden. Bom, 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 bom. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich gerade den richtigen Weg wähle. Oh shit.
Ich hab den genau durch die Spalte gesehen, ey. Man wusste aber ganz genau, wann der kommt. Der hilft denn auch seinen scheiß Motorradhelm nicht, ne? So einer schönen K. Man hört auf dieser Map manchmal entfernt. Der ist echt noch in einer Playzone gestorben, lol. Dann sind das ja die letzten beiden, die da kämpfen. Man hört manchmal ganz entfernt so wie so Vögel. Das hört sich immer an, als ob jemand schreit. Ich dachte erst, in der Nachbarschaft schreit jemand. Okay, ich kann aber nicht durch den Zaun. Ich erkenne Leute leider niemals durch Zäune. Ich weiß nicht warum. Ich habe so eine Zaunblindheit. Oh, das war ein Hit. Fuck, jetzt bin ich außer Atem. Wenn man dich hinlegen sieht, aber das wusste er natürlich nicht. Sehr schön. Ja, dann haben wir auch mal ein Tempel-Dinner. Das ist auch schön toll. Geil, oder Leute? Kanal folgen!